Ja, moin Rambo, die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen, es geht wieder los. Mit welchem Gefühl geht ihr jetzt ins Wochenende und konntet ihr die Pause gut nutzen? Ja, auf jeden Fall. Also die letzten beiden Spiele hat man ja gesehen, haben wir es super gemacht. Und jetzt tat es auch mal gut, so ein paar Tage Pause zu haben, aber wir haben die Woche super trainiert und wir gehen mit super Motivation und Vollgas in das nächste Spiel. Also das Gefühl könnte nicht besser sein. Du hast die letzten beiden Spiele schon angesprochen. Ihr habt 4 Punkte geholt aus den Partien in Karlsruhe und gegen Elversberg. Wie zufrieden warst du mit euren Leistungen in den beiden Spielen? Ja, zufrieden auf jeden Fall, aber man hätte spielerisch schon auch noch, auch in beiden Spielen, auch gegen Karlsruhe haben wir zwar gewonnen, aber da hätte man spielerisch auch noch mal ein bisschen mehr machen können. Und gegen Elversberg haben es dann in der ersten Halbzeit echt gut umgesetzt. Die zweite Halbzeit war noch so ein bisschen, haben ein bisschen nachgelassen und deswegen auch nur den Punkt mitgenommen, wo ich vielleicht sage, hätten wir den Sieg doch auch verdient gehabt, aber wir gehen mit einem weiten Bus nach Rostock und schauen wir mal, was da passiert. Du bist im Sommer ja den großen Schritt gegangen aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Fiel dir die Umstellung leicht und kommst du gut zurecht in der Liga? Ja, ich finde schon, also leicht natürlich nicht, aber die Jungs hier haben es super aufgenommen. Wir trainieren viel, der Trainer redet viel mit mir, auch taktisch habe ich da noch einen Schritt gemacht. Und ich finde, dass ich jetzt so auch, wenn man das Training jetzt so sieht und die Spiele, dass ich schon finde, dass ich angekommen bin. Aber klar, eine Umstellung war es auf jeden Fall, also das merkt man schon. Du bist ja in Rheine in der Nähe von Münster geboren, hast dann ja auch viele Jahre für Preußen Münster gespielt. Das heißt, du bist eigentlich jetzt das erste Mal richtig weg von der Heimat. Wie geht's dir damit? Ja, ich wollte das auch so. Ich habe auch gesagt, ich will mal raus. Ich will mal alleine auch mal so richtig vielleicht nochmal erwachsen werden. Also klar, erwachsen ist man, aber dann macht man selber in der Persönlichkeit noch einen Schritt nach vorne. Und deswegen fällt mir das eigentlich gar nicht schwer. Nach 10 Pflichtspielen stehst du jetzt bei 9 Einsätzen. Hattest du mit so viel Einsatzzeit gerechnet und hast du deine Rolle im Team schon richtig gefunden? Also klar, wenn man wechselt, sagt man, man will am liebsten alles sofort spielen, aber man muss das auch realistisch einschätzen können und das habe ich. Und deswegen sage ich, so wie es jetzt läuft und lief, bin ich völlig zufrieden und es kann gerne genauso weitergehen. Und ich finde auch, dass ich meine Rolle gefunden habe. Also ich werde in der Mannschaft anerkannt und drumherum auch. Also ich finde, ich bin hier ganz gut angekommen. In der letzten Saison hast du noch 8 gelbe Karten gesammelt. Jetzt nach 9 Spielen ist bisher noch gar keine Verwarnung bei dir eingetragen. Ist das Zufall oder hast du jetzt versucht, so ein bisschen bewusst darauf zu achten, in diesem Jahr gelbe Karten zu vermeiden in deinem Spiel? Nee, das eigentlich nicht. Klar, wenn man dann gesperrt ist, das nervt immer schon ein bisschen. Aber ganz am Anfang habe ich gesagt, oh, ich habe ja auch immer nur ein paar Minuten gespielt, die ersten Spiele. Da war das jetzt nicht so, dass ich da richtig... Und jetzt dann schon, war mal 1, 2 Fouls waren da schon dabei, wo du mal vielleicht die gelbe hättest geben können. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich schraube das zurück, weil mein Spiel halt ist ein bisschen rustikaler, sag ich mal. Also da kommt bestimmt die eine oder andere, ich hoffe nicht, aber kommt bestimmt noch dazu. Hat ja auch mit deinem Spitznamen Rambo ein bisschen zu tun. Neu für dich in der zweiten Bundesliga sind ja auch diese großen Kulissen, zum Beispiel mit über 60.000 Zuschauern auf Schalke. Jetzt kommt in Rostock wieder ein stimmungsvolles, lautes Stadion auf euch zu. Wie gut kommst du damit zurecht? Ja, das Gute ist, in Münster waren zwar 12.000, ist jetzt auch nicht wenig, ist dann ähnlich wie hier, da konnte ich mich dann schon ein bisschen dran gewöhnen. Die hatten dann noch Spiele in Essen vor 20.000, das war dann schon auch, wo man ein bisschen damit klargekommen ist, aber das ja, Schalke oder jetzt auch Pauli, das fand ich schon, das hat schon was, das ist schon, aber das macht mir nichts aus. Ich finde es eher geil, wenn die gegnerischen Fans immer so ein bisschen ausrasten, sauer sind, das pusht mich dann auch mal ein bisschen, also damit komme ich eigentlich super klar. Das ist gut. Hansa Rostock, euer nächster Gegner, ist so ein bisschen wechselhaft in die Saison gestartet. Nach den ersten 4 Spieltagen standen sie auf Platz 2, inzwischen auf Rang 12. Wie schätzt du die Mannschaft ein und was stimmt dich positiv, dass ihr da das Spiel erfolgreich gestalten werdet? Ja, die Mannschaft ist schon gut. Natürlich Rostock, die Fans, haben eine richtige Wucht. Die spielen auch sehr, sehr rustikal. Also da kann es auch mal zur Sache gehen. Aber an sich ist das eine gute Mannschaft, weil in der Liga kannst du ja sowieso nicht unterschätzen, darfst du sowieso nicht. Aber wir haben super trainiert, wir sind super drauf, deswegen fahre ich damit ein super Gefühl und ich glaube jeder andere hier auch. Dann nehmen wir das super Gefühl so mit und danke dir, Rambo. Gerne.